Ja, wo soll ich denn Scheiß jetzt wirklich? Soll ich den Mund nehmen? Wirklich? Enchanté. Herzlich willkommen zurück bei Jo's Easy Kitchen. Ich bin der Jo und hinter der Kamera steht der. Ja. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, meine lieben Freunde. Den bayerischen Freak persönlich. Richtig, habe die Ehre. Servus, grüß euch. Und ihr merkt schon an der Sprache, aufgedrehter Bayer. Und ich dachte mir, jetzt fängt das Oktoberfest an und ja, das ist ein mega altes Problem, mit der Kamera aufs Oktoberfest zu gehen, weil sonst kriegt man richtig Ärger. Kurz Outfit-Check. Ja, mega geil, alle Lederhosen sind am Start, Alter. Was soll man was machen, ey? Richtig geil. Und ich habe mir einfach gedacht, hey, wir können leider nicht mit der Kamera aufs Oktoberfest, sonst müssen wir uns diese verdammte Wisch da holen. Und ja, wir bringen das Oktoberfest jetzt erstmal nach Hause, denn wir machen heute ein Bierhühnchen. Oh, oh Gott, na, es ist gut. Zum Wohl auf euch alle, Freunde. Herzlich willkommen zur Oktoberfest-Show. Er hat noch keine Ahnung, wie genau das Ganze funktioniert und was jeder hat einfach nur gehört. Und Bier und Hähnchen, das ist, würde ich sagen, so das klassische Essen auf dem Oktoberfest. Und deswegen machen wir heute ein Bierhühnchen. Wir haben das schon mal gemacht, vor über einem Jahr. Leider haben das damals nicht so viele Leute gesehen. Und ich dachte mir, das muss eigentlich wirklich rausgetragen werden. Dieses Rezept ist eine Idee gewesen vom Graham. Damals, weiß ich noch. Und ja, ich würde sagen, wir zeigen es euch heute nochmal. Was wir für das Ganze brauchen, es ist eigentlich mega simpel. Bier und ein Hähnchen. Wir haben hier einmal Rechts Bier. Was auch, Festbier, ja. Festbier, denke ich mir, perfekt. Ich wollte jetzt eigentlich ein Paulaner nehmen, aber ich dachte mir, Festbier. Weil Festle und so. Und eigentlich wollte ich ein unmariniertes Hähnchen haben und meine Marinade selber machen, aber ich dachte mir, ey, eigentlich übelst der Jackpot, das ist gleich ein Wiesenhändel. Das heißt, es hat schon eigentlich diesen richtig Geschmack. Geil. Ja, Mann. Das war erst im Zelt und ist jetzt wieder verpackt worden und kam jetzt zum Haus. Richtig, richtig. Das war reine Mangelware eigentlich. So. Ja, nee, dann esse ich es nicht. Vom Grundprinzip schieben wir einmal das Ding in dem Ding seinen Arsch. Ah ja, das ist geil. Und dann kommt es in den Ofen. Und dann zerreißt es und dann ist es gut, oder? Nee, das zerreißt nicht. Ach so, das bleibt so. Das bleibt so. Ui, das ist mega gut. Also das werde ich euch gleich zeigen. Wir machen das Ganze auf, nehmen ein bisschen was raus. Ist es ohne Witze, wirklich? Schiebst du das Teil, das in den Ofen? Ohne Scheiß jetzt, wirklich? Sollst du es in den Mund nehmen? Wirklich? Nein, no joke. Wir schieben das Ding dem in den Arsch. Und dann kommt es in den Ofen. Und dann ist das Bierhähnchen eigentlich schon fertig. Das ist eine richtige Explosion. Wow. Wir brauchen natürlich noch eine Beilage für das Ganze. Oh ja. Also. Verdammt nochmal. Dafür machen wir jetzt noch Bratkartoffeln. Ich würde sagen, wir kochen erst die Kartoffeln. Das braucht am längsten. Wichtig, beim Kartoffeln kochen, erst kaltes Wasser nehmen. Weil dann quellt es viel besser und die Kartoffeln und das Wasser können sich besser verbinden und wird gleichzeitig warm und rein regelmäßig warm und nur gut Schwäbisch reden. Achso, ja. Eigentlich soll ich schon Schwäbisch schwätzen, weil die Community das so verlangt. Ja, bitte machen Sie es. Ihr wisst alle, ich kann ja das perfekte Schwäbisch. Aber wir schwätzen halt jetzt ein wenig Schwäbisch. Natürlich müssen wir gucken bei den E-Biere. Ja, Schwäbisch für Kartoffeln. Dass wir natürlich relativ gleich große, gleichmäßige Kartoffeln dann ausnehmen, dass die natürlich auch gleich viel garen oder gleich gut garen. Verstehst du mich auch noch, wenn ich das nicht weiß? Ja, jetzt weiß ich, was du vorher gerade gesagt hast über die Kartoffeln. Erdbeere. Was für Ding? Erdbeere. Kenne ich nicht, bei uns heißt Erdäpfel. Ja, und bei uns heißt Erdbeere. Krass, hab ich gar nicht gewusst. Ich hoffe, das war das Richtige. Nee, weil Erdbeere war nämlich Kartoffeln und nicht. Hört sich mehr nach Erdbeeren. Nicht Erdbeeren, nee, aber genau das. An die Schwäbischen unter euch, schreibt es mal unten rein, falls ich es falsch gemacht habe. Falls nicht, schreibt es trotzdem unten rein, ob es das Richtige ist. Wir kochen jetzt unsere Kartoffeln. Kleine Grundregel für Kartoffeln, kaltes Wasser, die Kartoffeln rein. Natürlich schauen, dass die Kartoffeln auf jeden Fall auch bedeckt sind. Plus, minus immer 20 bis 25 Minuten brauchen sie, um wirklich fertig zu werden. Wir haben jetzt hier auch festkochende Kartoffeln genommen. Die eignen sich besser für die Bratkartoffeln, weil die dann nicht so sehr schmieren wie mehlig kochende. Jetzt stelle ich mir kurz einen Wecker und dann, Domi, fangen wir an. Alter, ich bin so gespannt, Alter. Ich pack's gar nicht mehr, weil ich denke, der war schon mit dem Bier. Weißt du, machst du mir so ein Bier so, schützt es drüber, zack, rein, da, oben, links, rechts, oben, unten. Dabei schiebt ihr das Teil in diesen Arsch rein, das ist der Wahnsinn. Ich komm gar nicht mehr drauf klar. Um natürlich noch eine andere Marinade machen zu können, falls ihr natürlich keinen Wiesenhändel habt, zeige ich euch auch das gleiche und das schmiere ich dann nachher auch nochmal drauf. Dafür nehme ich dann ein bisschen was von dem Bier. Und die gute Papa Joe's Barbecue Soße ist natürlich keine Werbung, aber hey, Edeka, ihr wisst Bescheid. Meldet euch gerne, weil eure Produkte sind echt nice. Das ist meine persönliche Meinung und auch kein Placement. Ja, ja. Also erstmal die erste Aufgabe. Trink ein paar Schlücke. Alter.
So, wir machen, wir schauen jetzt ungefähr, dass so halb, dreiviertel, wie ich es gerade schon gesagt habe, leer davon ist. Weil es darf nicht Zufall sein, sonst wenn zu viel drin ist, ist die Gefahr sehr hoch, dass das Ganze explodiert. Und das, glaube ich, wollen wir nicht. So, hast du schon mal so ein ganzes Ding in Ruhe gesehen eigentlich? Ja, ja sicher. Hast du schon mal damit gearbeitet? Na, hier hinten müssen wir erstmal den After befreien. Und da kommt natürlich das ganze Bier rein. Wir haben hier auch das gleiche Problem, wie wir es letztes Mal hatten. Ich muss gerade über. Das Loch ist einfach viel zu klein. Siehst du? Wie zur Hölle soll diese Dose da rein? Ja. Und natürlich, man kennt's, eng ist ein dehnbarer Begriff. Und in diesem Sinne. In diesem Sinne machen wir das jetzt hier ein bisschen. Verbreitern wir das ganze Loch natürlich. Wir müssen natürlich gucken, dass du da. Ist auch eingetragen? Müssen wir natürlich da legitim irgendwo reinkommen. Müssen wir uns aber langsam und vorsichtig reinarbeiten, weil jetzt hier unten, also wenn ich hier so reinfasse, habe ich hier innen drin, dann sieht's mal, wie eklig das einfach aussieht. Lecker, lecker. Hier drin habe ich die ganz, wie heißt das? Die Rippen, genau, die Rippen. Und die Rippen muss ich jetzt einfach mal ein bisschen brechen, dass man da einfach ordentlich reinkommt. Das natürlich ein bisschen stretchen, nicht zu sehr, weil wir wollen ja natürlich das ganze Huhn natürlich noch im Ganzen nachher. Ja, einmal die Faust. Ich sehe gerade hier ist es ein viel größeres Loch. Tja, dann nehmen wir doch das. Ist doch egal in welche Richtung. Ja, es ist eigentlich egal in welche Richtung. Ey, dann nehmen wir einfach hier das Loch. Ja. Also, ja, ich mach's jetzt nicht bildlich. Ihr könnt euch die Sauerei selber vorstellen. Jetzt war's jemand. So, jetzt nehmen wir das. Warte, jetzt habe ich einen Auftrag für dich, Domi. Muss ich das in den Tent nehmen? Nein, du schneidest jetzt hier. Oder du brichst zwei von den Rosmarinzweigen bitte ab, ganz weit unten. Ich kann dir ja noch ein bisschen die Nase massieren, wenn du magst. Oh! Verliebt! Aber es riecht schon lecker. Jojo, ich hab zwei Bruder. Perfekt. Schieb die mal in die Dose. In die Dose? Ja, in die Dose. Okay. Sowieso eine Schneider. Genau, aber nicht komplett. So? Ja, genau so. So, Schwäbischwätze verlierst. Achso, jetzt schwätzen wir natürlich. Wir müssen den jetzt mal wieder Schwäbischwätze. Jetzt müssen wir natürlich das Loch. Hier vorne war das bessere Loch. Müssen wir gucken. Wichtig dabei, hier seht ihr's. Hier. Sieht man das? Ja. Da sind solche Dinger dran, so Bände, so Fäden. Genau, dankeschön. Und die müssen wir aber dran lassen, weil wir wollen ja, dass das Hühnchen in Form bleibt. Also heißt es stülpen. Nicht stülpen. Jetzt gucken wir, dass wir den ganzen. Warte, ich heute unten her. Teamarbeit. Oh, leck mich doch am Arsch. Guck dir das an. Das ist pervers. Das steht mal wieder, ne? Wie krass das einfach aussieht mit dieser roten Farbe. Wie so ein hockendes Hühnchen. Dann, boah. Ganz langsam. Und jetzt ist eigentlich so, ja, der erste Arbeitsaufwand ist eigentlich schon durch. Es ist wirklich schnell und mega simpel. Also ich nehme da gerne so eine Gratinform und dann baller ich es einfach in den Ofen. So, und dann kommt der ganze Spaß natürlich da rein, wenn er passt. Passt? Oh, fuck, nee, das Knöpfchen passt nicht. Ja. Müssen wir es ganz nach unten tun. Und jetzt ungefähr für eine Dreiviertelstunde bis Stunde müssen wir natürlich gucken. Es kommt natürlich immer darauf an, wie dick das ganze Fleisch ist. Aber ich denke mal, so mit einer Dreiviertelstunde bis 50 Minuten seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben. Geschichten aus dem Pauliandergarten. Man kennt es ja, so Goggel ist eigentlich in der Regel, ist eigentlich so, du hast so die Keulen, die sind schön saftig und meistens hast du so ein bisschen ertrockenes Fleisch mit da dazu. Ich bin der Fan von Komplettsaftigkeit und deswegen machen wir das so, das Bier, wenn das jetzt in dem Goggel drin steckt und es wird jetzt warm da drin, das heißt, das wird heiß, das verdampft und der ganze Wasserdampf, der geht dann einfach nachher in das Ganze, in den Goggel rein. Und das macht das Ganze dann wirklich so richtig schön saftig, dass jeder auch was Saftiges, Saftiges bekommt. Und so schon haben wir das Oktoberfest daheim, wir haben Bier und wir haben einen Goggel. Und darum geht's doch, weil haben die eigentlich einen Dachschaden? 12, 13 Euro für ein verdammtes 1 Liter Bier? So, wir haben ja vorher auch schon ein Video gedreht für dem seinen Kanal. Schaut bei ihm vorbei, wir haben Bier probiert, obwohl ich kein Bier trinke. Aber so. Du warst gut? Ja. Wenn ich mir überlege, Oettinger, gut, das ist Schmutz. Aber ein Oettinger, Kasten, früher 5 Euro, gib ihm. Oder Gustl, kostet der ganze Kasten, kommt drauf an, wo er den holt. 15 Euro für einen Kasten Gustl. Also Leute, wo sind wir denn? So, Freunde, jetzt lernst du erst einmal Deutsch und dann kommst du wieder. Gut, besser. Jo's Easy Kitchen. So, jetzt schauen wir mal nach unseren Kartoffeln. Aha, also je besser die von dem Messer runterrutschen, desto fertiger sind die. So, jetzt müssen wir den ganzen Spaß natürlich erstmal abgießen. Und na, wenn die ausdampft sind, noch schälen wir die. Ja. Das machen wir heute nicht. Der Schnee ist da. Und na, noch pellen wir die. Und na, schneiden wir die Gläu. Und dann gibt's
Bratkartoffeln. Also so pelle ich am schnellsten meine Kartoffeln. Ich fange hier an, oben mir einen Punkt zu suchen. Zieh einmal komplett rum. Zack. Eins. Zwei. Und drei. Und fertig ist meine Kartoffel. Dann kann man natürlich noch nacharbeiten, aber das muss man sowieso machen. Zack, zack, zack. Nochmal abwaschen. Fertig ist die Kartoffel. So, und jetzt müssen wir die natürlich noch schneiden. Macht jetzt einfach schöne dünne Scheiben raus. Natürlich kann man das auch anders machen. Das ist, sage ich mal, eine sicherere Variante. Aber man kann es natürlich auch so machen. Wichtig bei Bratkartoffeln ist natürlich, dass diese immer schön dünn sind. Dass sie schön kross werden. Natürlich ein bisschen Struktur müssen sie haben, dass sie zusammenhalten. So, das Bierhühnchen ist jetzt eigentlich schon fast fertig. Aber ich würde sagen, wir lassen es ein bisschen knuspern. Ja. Wir verfeinern das Ganze noch weiter. Weil Bierhühnchen ohne Bier wäre ja nichts Gescheites. Aber jetzt kommt die Barbecue mit rein. Ich weiß, für die Bayern mit Hähnchen und bla bla, aber. Barbecue ist geil. Barbecue ist geil. Jetzt mal hier ein bisschen Bier noch mit rein. Gibt es so leicht dickflüssige Masse. Jetzt gehen wir hier hin. Das ist natürlich eine Sache, da muss man sehr vorsichtig sein und das mit Gefühl auch machen. Und wir bestreichen das jetzt ganz leicht, um einfach nur noch mal eine etwas andere Geschmacksnote auch noch mal hinzubekommen. Weil dann haben wir hier nämlich auch in dem Barbecue auch noch sehr viel Zucker. Und das bringt das Ganze natürlich auch schön zum Karamellisieren. Dann machen wir schon mal die erste Furie rein. Wichtig dabei, und das ist sehr wichtig, Bratkartoffeln immer gerade so, dass alles bedeckt ist, reinmachen in die Pfanne, weil wir wollen ja die schön knusprig machen. Wenn wir jetzt die ganze Ladung da reinballern würden, würde das stundenlang dauern, bis es ordentlich wird und meistens verkleben die und verklumpen die. Und deswegen haben wir jetzt ein bisschen Öl rein, machen die jetzt so bedeckt und lassen die auch erstmal auf diese Seite. Weil ich möchte erstmal die Farbe reinbekommen. Trotz all dem kann man natürlich schon mal würzen. Ich nehme jetzt hier schön Salz, ein bisschen Paprika. Wir wollen es natürlich ein bisschen auch angleichen, auch an das Händel vom Geschmack her. Jetzt holen wir doch mal den Guckel raus und gucken, dass der nicht umfliegt. Jetzt habe ich richtig Schiss. Genau das. Dann machen wir jetzt schnell, 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 schnell. Drehen wir mal so um, dass das so umfliegt. Was die Mann? Ja, ich krieg's gleich über. Okay. Ja, genau. Und jetzt rüber aufs Bett. Uff. Jetzt müssen wir eh noch unsere Kartoffeln machen und wir sind wirklich noch völlig entspannt bei der Sache. Weil das Hühnchen muss jetzt eh ein bisschen abkühlen. Weil das ist jetzt so heiß, um das jetzt ordentlich auseinanderzuschneiden, das kann ich komplett vergessen. Wirklich. Geil, das ist so genial. Ich hab noch nie in meinem Leben sowas gesehen. Jetzt müssen wir natürlich noch das Bier aus dem Gurgel ziehen. Hier oben festhalten, Finger reinstupfen. Ihr kennt's, an die Männer und Frauen. Uff. Und da läuft der Dackel. Da stehen hier oben. Und den kurz weg. Oh, riecht das? Dieses Bier-Barbecue-Ding. Ich kleine Anfall hier. Jetzt drehen wir den um. Jetzt zerschneiden wir den. Das wird natürlich nochmal eine Sauerei. Ja, das ist sauer, der Kicke schon. Ah, warte, es geht mit dem rechten Messer. Guck mal. Hier das, was ich nochmal meinte, hier innen drin, hier die Rippenwirbelsäule. Ja, das ist die Wirbel, ich meine aber das hier. Schön gespreizt und jetzt gib's hier durch. Zack, einmal durch, auf der Seite. So, jetzt machen wir die Wirbelsäule weg. Da ist eh nichts, da ist nur ein bisschen was dran. Jetzt kann man nur zuzeln. Oh, schmeckt schon. Oh ja, Leute, das wird so krass. Das ist tatsächlich noch nie gegessen, gell? Also ohne Scheiß. Alter, leck mich am Arsch. Im Vergleich mit dem Händel aus dem Zelt, das ist ein Witz dagegen, ja, Mann. Das ist ein fucking Witz. Du kannst ja auch schnell nach oben. Aber nicht. Freunde, pervers. Ihr checkt das gar nicht. Ihr checkt, nee. Aber tschüss, Mann. Leute, in diesem Sinne. Ciao.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like da. Bitte, bitte, lasst es dann da. Für mehr sowas, bitte. Hat es mir den gefallen. Er sagt es. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und schaut auf jeden Fall bei beim Bayerischen Freak vorbei. Wie gesagt, wir haben Bier getestet, es war mega witzig. Und das Ergebnis von dem Ganzen ist auch ziemlich überraschend gewesen, sagen wir mal so. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, Leute, ein Gurten. Ich bin Obi-Wan Kenobi. Du hast es erfasst. Genau. Wer bist du denn?